Herzlich willkommen zurück bei Red Faction im Nachspiel. Sag ich mal, die Hauptstory ist fertig und Moment. Also, die Hauptstory ist fertig und jetzt sind wir dabei, uns die ganzen anderen Modi anzugucken. Wir haben das DLC schon gespielt, ging jetzt nicht sehr lange, ich glaube 3 Folgen. Die Heimsuchung haben wir 1 Folge ausprobiert, das ist so eine Überlebens- oder Verteidigungs-Horde-Modus. Und jetzt mein persönlicher Favorit, die Extras. Der Zerstörungsmodus. Denn hier haben wir, also hier gibt es freies Spiel und Herausforderung. Wir machen die Herausforderung und hier haben wir verschiedene Karten, insgesamt 5 Stück. Und die hier können wir jetzt nicht spielen. Also wir schalten mit einer Karte immer die vorherigen frei. Und mein Ziel ist es halt, alle Karten zu schaffen. Kreuzung fängt's an. Ich habe keine Ahnung, was für Waffen uns zur Verfügung stehen. Ich werde es erfahren. Ich werde wahrscheinlich jetzt nur 1 Folge aufnehmen, aber wir gucken mal. Mal gucken mal, wie es läuft. Also, indem du von Menschen geschaffene Objekte und Beute zerstörst, schlage das Paar, um eine neue Karte freizuschalten und einen Zeitbonus zu bekommen. Super, ich find's gut, dass ich so schnell lesen konnte. Danke sehr. Okay. Also, das hier werden wir auf jeden Fall brauchen. Nein, nicht das, sondern doch das, tatsächlich. Das Ding. Ich denke, wir sind erstmal gut ausgerüstet. Also, wir müssen einfach Zerstörung verursachen, so wie es aussieht. Für das, was kannst... Oh mein Gott. Für konstante Zerstörung. Das heißt, wenn es gar nicht aufhört, oder was? Was gibt es denn hier noch zu zerstören? Achso, da hinten geht es hier noch weiter? Da oben. Ah, guck mal da. Bringt das was? Oh ja. 15 Sekunden Bonuszeit. Bonuszeit. Oh, das bringt gar nichts. Das Ding mag ich irgendwie am meisten. Ich weiß nicht warum. Ich würde sagen, ich habe die Paarzeit mit Bravour um Längen überholt. Berechne, das heißt, alles, was jetzt noch einstürzt, stürzt ein. Ich glaube, was war Paar 12? Guck mal hier. Neustarten, verlassen. Das war ja nicht so schwer. Das war's schon? Ja, wird wahrscheinlich immer schwerer. Aber tatsächlich würde ich gerade mal ganz kurz die Folge unterbrechen. Wir sehen uns sofort wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder. Direkt die nächste Map. Kartenauswahl. Verwüstung. Achso. Okay. Wir haben wieder das hier. Alles beim Alten. Okay, ich probiere einfach nur mal erstmal ein bisschen Stress zu machen. Das sollte eigentlich da drauf fallen. Mehr oder weniger. Ja, leck mich am Arsch. Alter, das war eine Kombo. Aber hallo. Ja. Das war schon nicht schlecht gerade. Okay, aber ich glaube, das ist auch kein wirkliches Problem. Fünf Sekunden Bonuszeit. Ist immer noch mein
meine favorisierte Waffe. Ich glaube, wir haben die 8 Millionen schon geschlagen. Würde ich jetzt mal annehmen. Ha! Neu starten. Ah, nee, nein, nein, nein. Stopp, 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 stopp. Zurück zum Menü. Annehmen. So, das war diese. Die Räumung. Man kann jetzt natürlich immer noch die besten Listen hochtreiben. Mir geht's aber im Prinzip erstmal nur darum, wirklich alles zu erstmal zu schaffen. Ich kann hier immer noch tauschen, ja. Könnte ich, rein theoretisch. Aber man merkt schon, dass es schwieriger wird. Weil hier drin, ich kann jetzt nicht sagen, dass das hier unbedingt eins der einfachsten Gebiete ist. Das ist absolut nicht die Waffe, die ich haben wollte. Das sieht doch eher danach aus. Hier ein bisschen. Hier ein bisschen. Das Ding macht irgendwie immer noch am meisten Schaden. Ich kann jetzt aber noch nicht mehr hoch, ja? Ich glaube, ich muss alles von hier unten machen. Deswegen ist auch für den Sieg nur 8 benötigt. Hier kann ich noch rein. Wenn ich hier da hinten einfach ein bisschen rumballere. Aha! Erwischt. Erwischt. Ist hier einfach noch ein Gebiet versteckt. Naja, die 11, die 8 Millionen sind trotzdem in der Kiste. Bingo. Bingo. Nächste Karte. Verlassen. Und los geht's. Dann schaffen wir es doch, den ganzen Modus in nur einer einzigen Folge fertig zu machen. Naja, man kann jetzt hier noch seine Fähigkeiten mit Sicherheit verfeinern, wenn es ums Zerstören geht, aber ich glaube nicht, dass ich das brauchen werde. Hier ein bisschen kaputt machen. Ich meine, hier, da stürzt ein bisschen was ein. Die Brücke da vielleicht noch. Da oben steht noch was. Das könnte weg. Da hinten steht was, das könnte weg. Da ist was, was explodieren könnte. Ich glaube, die Brücke ist eingestürzt mittlerweile. Und ich glaube auch, dass die 12 Millionen auf jeden Fall schon drin sind. Das sieht danach aus. Gut, wenn man auch so schnell damit schießen kann. Es ist natürlich auch nicht sehr schwer. Hauptsache, man macht ein bisschen Zerstörung hier. Ich dachte, das da oben wäre was, aber das sieht aus wie einfach nur Ambient. Einfach nur so eine Bitmap im Hintergrund oder irgendein Bild. Okay. Dann ab an die Front. Okay. Komm, gib mir was. Selbe Spiel schon wieder. Oh, guck mal hier, das Ding können wir doch als Rambock benutzen. Da war doch was, ne? Kann ich nicht einfach hier das da so benutzen, damit das alles hier einstürzt? Ah, ne, das falsche. Ah, das war sehr dumm. Das war. Da oben ist was. Das dort. Echt jetzt? Und durch was hält das jetzt? Hä? Ist doch nicht dadurch. Tatsache.
Ich glaube, das ist ja doch wohl noch die beste Option. Um die Zerstörung zu verursachen. Die mächtigste Waffe überhaupt. Was zum Teufel? Das ist doch so ein Rambock-Art. Ah ne, ist schon vorbei. Wie viel waren es? 7,5? Irgend sowas? Leo in freies Spiel. Was ist denn Leo? So, hier haben wir nichts mehr. Das haben wir alles geschafft. Ich jetzt freies Spiel auswählen? Leo. Was ist denn... Mr. Toots? Und was ist Leo? Darf ich das auch erfahren? Oder ist es Mr. Toots? Ach, das ist der Leo. Ach so, wegen dem... Löweneierschützer. Mr. Toots ist ein Einhorn. Also nur mal zum Verständnis. Könnt ihr sehen, wie er den hält, ja? Regenbogen. Das Gesicht von ihm ist genial. Einfach genial. Und die alles für nicht eine Arschwaffe. Oh, Alter. Jawoll. Ich mag Mr. Toots. Leider hatten wir den nicht etwas früher. Dann hätten wir etwas mehr Spaß mit ihm gehabt. Aber, ganz ehrlich. So, dann gehen wir nach. Moment, Cheats? Bitte was? Cheats? So, wo haben wir denn die meiste... Na, das war ganz gut. Ich habe dort Cheats gesehen. Da gucke ich gleich nochmal nach. Mr. Toots gehört natürlich dazu. Also, freigeschaltete Waffen. Ach, ich kann mir die jetzt kaufen. Das ist nicht genug... Leo, Lava, Strom, was? Das sind doch keine Cheats. Wieso? Skizze-Modus? Andere. Okay, die Cheats muss man sich kaufen. Finde ich aber ehrlich gesagt auch echt gar nicht verkehrt. Ich glaube jetzt so zum Zerstören ist ja jetzt nicht geeignet. Aber gibt's ja auch nur... freien Modus. Beziehungsweise, wenn man weiß, wie man die Waffen einsetzen... Alter, was passiert denn hier? Geht das eigentlich? Also, man kann schon ordentliche Zerstörung verursachen damit. Wenn man weiß, wo die Startstellen sind und so. Komm schon. Ich will wenigstens noch die Brücke zum Einsturz bringen. In etwa so. Ich glaube, viel können wir jetzt hier nicht mehr groß machen. Ich glaube, wir haben alles. Cheats kann ich mir keine leisten, denn ich habe keine... Ne? Kein Zeug mehr? Ich glaube, das war's. Ah, okay. Nee, Neuspiel Plus machen wir nicht. Ich will eigentlich zum Desktop zurückkehren. Ich würde sagen, das war's. Wir sind mit Red Faction Armageddon durch. Ja, das war jetzt nur so ein bisschen das Nachspiel von der Story. Wir haben ein paar verschiedene Sachen ausprobiert.
Ja, man kann da bestimmt, gerade Zerstörungsmodus und Heimsuchung vor allem, kann man, glaube ich, mit mehreren Leuten echt viel rausholen. Aber alleine ist es halt nicht so der Kracher. Aber, ja, das Spiel ist von 2011, glaube ich, also. Das, damals waren die Trends auch noch anders gewichtet als heute. Heute liegen ja die Hauptaugenmerke ganz woanders. Und, ja, so ist es nun mal. Da würde ich sagen, viel Glück, viel Spaß euch noch. Wir sehen uns beim einem... Was? Stopp, halt. Was? Meine Sitzung ist abgelaufen? Hä? Was? Ach so. Ja. Moment. Halt. Ich bin gleich... Da bin ich wieder. Dann würde ich sagen, nochmal. Viel Glück, viel Spaß noch. Wir sehen uns bei einem nächsten Let's Play-Projekt irgendwas. Ich habe ein paar ins Auge gefasst. Und, also, kann mal kurz, obwohl wir, zu dem Zeitpunkt, zu dem die Folge jetzt schon erst läuft, ist es ja schon längst da, glaube ich. Hoffe ich. Ich hoffe, ich warte nicht so lange damit. Dann werdet ihr sehen, was, zumindest nicht, was hier nachkommt, aber dennoch, vielleicht ist es ja schon draußen, aber wenn diese Folge heute rauskam, seht ihr morgen, was danach kommt. Ich habe noch etwas Zeit. Es müsste Anfang November jetzt sein. Beziehungsweise, wenn die Folge rauskommt. Und ich habe, wie gesagt, ich habe ein paar Sachen im Auge und ich werde das ein bisschen... Ich versuche es anders zu machen. Was heißt anders? Ich habe vor, zum Beispiel... auf dem Slot um 16 Uhr, also dort, wo immer um 16 Uhr die Folgen kommen, komplett lange Spiele laufen zu lassen. Wie mein nächster Augenmerk liegt bei Ark, aber auch Skyrim oder ich glaube Oblivion habe ich auch noch irgendwo, aber Ark, Skyrim, was gibt's noch? Gibt noch ein paar Sachen, alles, wo so, ich sag mal, 200-300 Folgen, wer weiß, wie viele es sind. Bei Ark, das kann man jetzt gerade hier nicht sehen. Nee, aber ich glaube, Ark ist bei mir auf Steam zumindest das am meisten. Warte mal, sieht man da? Doch, die Uhrzeit sieht man. Ark ist bei mir auf Steam das meistgespielte Spiel, ich glaube mit 1800 Stunden oder so. Ich weiß das eine oder andere darüber und ich glaube, das wird sehr lustig werden. Dort wird sehr viel, oh ja, ich werde natürlich ein bisschen die Multiplikatoren anpassen und alles, aber ja, wird sich zeigen, es wird sich zeigen. Je nach morgen, zu diesem Zeitpunkt, wo ich es aufnehme, ist geplant, ich wollte Factorio nochmal ausprobieren. Ich habe das mal vor Ewigkeiten gespielt, aber ich kann jetzt nicht sagen, wann. Das ist ewig her und da wusste ich, also da war das Spiel noch ganz, ganz anders. Ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist. Ich lasse mich absolut überraschen. Aber ich denke, das ist dennoch Spaß machen wird. Also, wenn nach dieser Folge hier warte mal, Red Faction ist 20 Uhr. Ne, Darksiders ist 18 Uhr, genau. Red Faction, also wenn um 20 Uhr nach dieser Folge, nach diesem heutigen Tag oder je nachdem, wann ihr es guckt, kein Factorio kommt, dann ist irgendwas dazwischen gekommen. Eventuell, was ich auch geplant habe, ich habe hier etwas rausgekramt und zwar Hugo-Spiele. Wer es noch kennt? Hugo, der Waldtroll. Da habe ich hier einmal der magische Zaubertrank, das weibliches Hugo-Monster. Dann habe ich einmal Hugo Wild River. Das ist
das kenne ich auch noch. Ich kann mich nur echt nicht. Das ist, also wer Hugo kennt, das ist so ein Waldtroll. Wer es nicht kennt, eher gesagt, das ist so ein Waldtroll. Und da musste man so, ja, so völlig simple Aufgaben erledigen. Es war so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Man hatte so verschiedene Quests und einmal musste man, ja, es ging im Prinzip die ganze Zeit darum, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu drücken. So habe ich es in Erinnerung. Viele Puzzle, ein paar Rätsel, nicht so schwer, aber so, ne? Dann habe ich noch Hugo im Baumhaus. Also, ich versuche, weil das Problem ist, mein aktuelles Gehäuse hat kein Laufwerk. Das liegt daran, dass ich habe in meinem Ersatzrechner, ist eigentlich mein Hauptgehäuse und alles, das steht da immer noch um als Ersatzrechner in Anführungszeichen. Und dieser ist, ich sag mal, da ist ein Laufwerk drin gewesen. So, jetzt habe ich einen neuen, weil ich so viele Teile ausgewechselt habe, habe ich gedacht, komm, nimmst neues Gehäuse direkt mit. Problem ist aber, dass ich habe das falsche Gehäuse ausgewählt. Also nicht das falsche, aber ich habe ein falsches Gehäuse ausgewählt. Es hat alles reingepasst, bis auf das Laufwerk. So, jetzt habe ich in meinem aktuellen kein Laufwerk drin. Problem ist, ich kann nicht spielen, was eine CD benötigt. Was, ich meine, heutzutage ist es echt wenig. Aber wenn ich jetzt so Sachen habe wie Hugo, ich hoffe, dass es läuft. Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nicht ausgetestet. Aber so Sachen, da ich die nicht online gefunden habe und da ich wirklich das Originale spielen will, muss ich gucken, ob es läuft. Also, ja, ich muss sowieso gucken, ob es läuft. Nicht, dass es zu alt ist. Aber ich habe ein externes Blu-ray-Laufwerk mir besorgt. Vor Ewigkeiten schon. Das müsste auch noch irgendwo rumstehen. Ich hoffe, das ist nicht runtergefallen oder so. Ich kann gerade mal nachgucken. Ich habe hier eine Taschenlampe stehen. Nee, es steht noch dort. Ob ich die Hugo-CDs mit dem Blu-ray-Laufwerk laufen lassen kann. Das ist meine große Frage. Naja. So viel dazu. Naja, zu dem Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt, werdet ihr schon sehen, was passiert ist, was nicht und wie und was und... Ach ja. Mal gucken. Also. Da will ich sagen, viel Glück, viel Spaß euch noch. Gehabt euch wohl. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.